Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Es kommt schon. Es reicht gerade nicht. Es reicht gerade nicht. Okay. Es reicht gerade nicht. So, wir sind mittlerweile schon im zweiten Video. Hab nicht ganz alles hier geschafft in einem Video. Wüsste aber auch nicht ganz genau, wie es. Glaubt ihr, kann ich die beide erwischen, während dass die hier den Wachwechsel mitmachen mit einem Stein? Ja, kann ich. Also während dass die hier Wachwechsel machen, einen Stein werfen, noch einen Stein werfen, dann müsste ich aber auch hingehen. Auch den zweiten müsste ich dann irgendwie erwischen, der hier vorbeiläuft, den da. Okay. Also ich kann von hier oben aus schmeißen. Jetzt. Ah, aber wie sehe ich das, wann die anfangen? Muss ich jetzt abzählen? 1, 2, 3, 4, 5 bis irgendwann. Jetzt probieren wir es. Das dürfte jede Sekunde soweit sein. Wenn sich der bewegt, drücke ich Enter. Oder Leertaste, ich weiß gar nicht mehr. Boah. Okay, kein so guter Plan. Wenn es nochmal. Freund oder Feind? Boah, hier ein Dynamit wäre prächtig. Wie kann ich helfen? Neues Spiel, neues Glück. Haben wir ein Dynamit eigentlich? Jetzt komm ich. Zwei sogar. Komm mal mit. Gehen da mal drauf. Ja. Kinderspiel. Spiel wir es hart. Der überlebten Dynamit? Wir machen mal noch einen Dynamitwurf. Diesmal von da hinten aus. Von hinter der Treppe. Ich glaube, das sieht niemand. Und dann verstecke ich mich. Ha. Das waren viele. Habe ich gesehen. Das waren schon viele jetzt. Ich glaube, das kann man sogar gelten lassen. War das gut? Kann man das zählen lassen? Ich glaube schon. Ist passiert.
Sei noch einen erwischt. Ah, wenn die nicht alle auf einmal reingehen, wäre es gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war eine sehr unkonventionelle Art, diese Mission hier zu lösen. Aber wenn die schon so beieinander gestanden sind, warum denn nicht? Er hat gerade keine Waffen mehr, keinen Schuss mehr. Wow, die durchsuchen jetzt hier alles. Ich speichere jetzt mal nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das passt. Die haben nämlich jetzt auch alle anderen Leichen entdeckt. Wollen wir mal schnell nachladen. Ah, die haben die zwei da entdeckt jetzt. Das ist aber schade, weil ich habe echt viele erwischt. Ich habe das halbe Level hier ausgeschaltet. Na gut, dann bringen wir erstmal die zwei in Sicherheit und machen die Aktion nochmal. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch ein Dynamit von da unten. Ich meine, aber es war nicht schon nicht schlecht. Ich habe so viele erwischt. Kann das Dynamit da runterschmeißen zu den anderen? Schmeiß mal darüber, Mann. Heiße Sache das. Er kann das Dynamit nicht über die Mauer schmeißen. Also ich könnte das schon. Das kann er nicht Dynamit werfen, bitte. Schmeißt, als wenn du eine Mythe darüber schmeißt. Warum klappt das nicht? So, das muss schon klappen, aber von der anderen Seite wahrscheinlich. Das war einfach. So, jetzt da. Das macht Spaß. Mit dir. Welcher Bastard wirft hier mit Dynamit? Ich bin der Bastard. Boah, da kommt die ganze Meute von denen. Okay, also es funktioniert nicht, die schmeißen, die treten das Dynamit einfach zur Seite. Die sind schon stärker als vorher, bisher, diese Leute. Also, wie komme ich jetzt da weiter, ohne irgendwie besondere Aufmerksamkeit hier zu erzeugen? Da kriege ich die zwei da jetzt tot oder nicht? Okay. Irgendwie muss ich die zwei. Nicht? Gehst bitte wieder da rein. Ich wähle mir die falschen Charaktere aus hier. Okay, nochmal. Also, wir machen das mit dieser Gasfiole nochmal. Ich fand die Idee doch nicht so schlecht. So, wenn der jetzt nichts sieht. Auf geht's. Dann wollen wir mal.
Fällt ihm irgendwas auf, dem Typen, oder nicht? Okay, ihm fällt nichts auf. Mal sehen, ob er kommt. Na toll. Warte mal nach. Okay, mehr machen wir auch nicht. Der kann sie sehen, der tut eh nichts sagen. Vielleicht sieht der was, aber grundsätzlich war das okay, glaube ich, weil immerhin habe ich einen von meinen Gasfiolen dafür extra verbraucht. Ich könnte jetzt mit Doc von hier aus einen Luftballon mit einer Gasfiole genau da reinschießen. Hätte dann die Möglichkeit, daher zu kommen. Um dann das Team hier durch die Mitte zu vereinen. Was womöglich ziemlich gut wäre. Ich müsste nur den hier erwischen. Und die hier kann ich alle drei mit einer Fiole erwischen. Ja. Doc, mal sehen, wie das ausschaut. Ja, ich versuch das mal so, heißt. Nein, ein bisschen weiter rechts. Also, dann brauche ich noch den da. Sanchez. So, ich kann zwar von hier aus nicht so viel tun, aber ich könnte eventuell einen Stein schmeißen von der Seite aus. Soll ich mal versuchen, den da zu töten, der da herumsteht? So, und da der eh nicht sieht. Achso, nein, warte kurz. Mal so stehen. Mia, jetzt muss Mia noch kommen. Warum sage ich Mia zu ihr? Jane, Mia ist die andere. Jane, ist die Jane? Die heißt Jane, oder? Sie kann den einfach jetzt zu Tode treten. Okay, ich werde da jetzt einfach kaputt treten. Weil wenn es hier jetzt ungemütlich wird und der steht auf und will mich dann töten, finde ich das nicht gut. Okay, so. Jetzt kann ich näher ran, um besser einen Stein zu schmeißen. Ich hoffe, das reicht von hier aus. So, wo könnte ich denn einen Stein schmeißen? Wichtig ist wahrscheinlich, dass der hier stirbt. Und dann anschließend der hier. Also mit Doc schieße ich die hier nieder. Ich frage, ob man nicht den hier auch noch entfernen muss, damit man dann überhaupt vorbeikommt. Ja, ich muss den auch noch entfernen, ja. So, Jane, das ist dein Problem. Ja, der muss auch kommen eigentlich. Ich muss diese Leichen hier wegräumen. Wenn ich jetzt jemanden hier anlocken möchte. Ich probiere es mal mit ihr, aber es könnte sein, dass sich das nicht ausgeht. Also. Wie schmeißen wir Karten? Mal sehen, ob der überhaupt auf Karten reagiert hier. Dauert nur eine Sekunde. Angekommen. Leichtes Spiel. Sieht er die Karte? Alles oder nichts. Keine Ahnung. Noch eine Karte. Alles oder nichts. Schauen wir mal. Wo geht denn der hin?
Mensch. Ach, das ist der, der immer oben rumgelaufen ist. Der ist hier unten stehen geblieben. Jetzt geht er wieder seine übliche Tour. Ist aber nicht so angetan von dem, was er da sieht. Na, was ist jetzt? Er mag mich nicht so sehr. Alles oder nichts. Das kann man ja mit dem Pferd eigentlich halt machen. Kann ich vom Pferd auch was tun, außer schießen eigentlich? Genug getrödelt. Achso. Ich dachte, sag mal, Bein vom Pferd aus, geht aber nicht. Okay, der Typ macht. Steht nicht auf Frauen, steht nicht auf Karten. Vielleicht steht er auf die Kias. Schauen wir mal. Er sagt nur, ne, was liegt denn da rum, geht aber woanders hin. Aber vielleicht reicht das aus, damit er irgendwo hingeht, wo ich ihn dann töten kann. Wo geht er hin? Nee, das ist zu wenig weit. Naja. Kann ich ihn mir irgendwie holen? Den Typen? Wie kann ich helfen? Wo bist du? Und los geht's. Ach ja, warum nehme ich nicht einfach eine Railgun und massakriere einfach alle? Probieren wir das mal kurz. Bevor wir hier großartig eine Studie aufbauen, mit wie man es machen könnte. Schnappen wir uns doch mal die Railgun. Geh ins Haus mal. Hier geht's ins Haus mal. Versteckt euch. Die anderen sind jetzt auch sicher, weil jetzt eigentlich alles tot ist hier. Jetzt probieren wir es nochmal. Das ist mir nicht in den Tank gefallen hier. Zuerst rede ich groß über der Railgun und hin und her. Wie viel Schuss habe ich? Oh, 160 Schuss, ist doch viel. Ist die Frage nur, wohin ich mich stellen sollte. Okay. Okay. Ich bin's, ja. Okay. War gut. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter mit dem dicken Gewehr. Ja, der ist ein bisschen alarmiert, aber. Wow, das ist ein Messerwerfer. Der Typ da schmeißt ein Messer auf voll der weiten Entfernung und bringt mich aber um. Ja, sag mal, kann ich von da aus schießen oder was? Ich kann. Ich brauche Gegner! Keine Abwehr! Noch ein. Noch ein. Ein bisschen was kann ich noch erwischen. Was war los? Ist mir die Munition ausgegangen? Ein bisschen. Vielleicht war es doch eher so ein ungünstiger Platz, wo ich stehen kann.
Vamos. Okay, er kommt die Treppe rauf. Mutig. Okay, einer kommt noch. Wie kann ich denn mit zwei Schuss erwischen eigentlich? Naja, ich kann ein paar erwischen mit dem. Wir machen das so, wir probieren das, eine Granate zu schmeißen. Ein Dynamit. Um so viele wie möglich da hinten zu erwischen noch, so wie letztes Mal schon. Wow, wow, wow. Versteck dich mal. Ich glaube, das klappt, dass ich jetzt ganz viele Menschen auf einmal anlocke mit dem Dynamit und dann sie mit der Railgun über den Haufen schieße. So, jetzt probieren wir das mal. Ich liebe das. Auf den Boden. Oh Mann. Töten Sie. Die waren so schnell, die sind so schnell. Vielleicht soll ich mich aufs Dach stellen. Probieren wir es nochmal. Ich liebe das. Der mit dem Messer, der erwischt mich jedes Mal. Wenn der ein Messer wirft, bin ich tot. Der kommt aus der Höhle raus. Die Messerwerfer kommen aus der Höhle raus. Die sind schon stark, hä, mit ihren Messern. Noch eine Runde, wir probieren das jetzt nochmal. Wie viele habe ich jetzt erwischt? Ganz viele, glaube ich. Oh Mann. Okay, also ich kann auch vor die Insel werfen. Ich kann auch vor den Eingang das Dynamit schmeißen. Ja, das war was gut. Schön langsam. Also noch einer kommt. Ich speichere jetzt. Ja, ich speichere, das war gut. Komm schon, schieß man. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, wie ich den. Was habe ich jetzt falsch gespeichert? Heißt das
Warum war da kein. Da sind noch. Da ist doch noch Munition drin, oder? Den muss ich erwischen, bevor er die anderen wach hält. Ach, da war keine Kugel mehr drin. Doch, 75. Da sind eh noch 75 Kugeln drin. Was ist los? So, jetzt warten wir ein bisschen, dass er sich bewegt. Der geht jetzt sowieso und will die anderen jetzt hier wach rütteln. Ich habe fast das ganze Level erwischt. Ja. Ich habe einen Plan. Ich habe voll einen Plan. Hab alle erwischt. Ja, so macht man das. Das ist nicht die feine englische Art, aber hey. Schieß, Mann, dann steh ich wieder auf. Da kann ich schießen. Na toll, die stehen gleich wieder auf. Okay, ich habe jetzt fast alle erwischt hier in dem Level. Und zwar relativ elegant, würde ich sagen. Hat zwar etwas brutal ausgeschaut, aber es war schon taktisch hier, so weit zu kommen. Bin ja nicht zufällig dahin gelandet. So, jetzt muss ich nur eigentlich nur schauen, was ist eigentlich mein Auftragsziel? Bringen Sie das Team wieder zusammen und betreten Sie gemeinsam El Diablos Versteck. Gut, das heißt, ich muss nur mehr da rein, erst. Wie viele Kugeln haben wir noch? 70, okay. Verstehe ich, warum das nicht klappt, dass man die erschießt. Jetzt werden wir halt ein bisschen wilder rum und ballern. So, welche haben wir noch? Nicht mehr allzu viele. Okay. Sehr gut. Okay. Wer haben wir noch? Wir haben noch so viele Sachen, die wir hätten aufheben können. Und wir hätten das ganz anders auch lösen können. Sehe ich gerade, aber irgendwie hat das auch sehr, sehr gut geklappt. Geh mal da runter. Jetzt werden wir schnell den da töten. Da ist eh nichts mehr da, oder? Ah, Jane wäre hier besser. Heiße Sache das. Jane, wo bist du? Neues Spiel, neues Glück. Okay, komm mal mit. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich nicht noch sterbe, aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren. Den muss ich noch entfernen, dann kann ich die zwei hier eigentlich hier durch die Mitte reinbringen, dann habe ich es geschafft. Nur schauen, wie. Alles oder nicht. Mein Plan wäre gewesen, den mal lautlos zu erwischen. Genug getrödelt. Weil wir es können. Nur eine Sekunde. Ja, ja. Mal da reingehen. Ja, wurscht. Eine Stunde, aber ich gehe weiter, so. Dauert nur eine Sekunde. Alles noch einer. Schaut da rüber. Weiter geht's. Genug getrunken. Wo ist denn der Stiefel? Herz, da
getrödelt. Dass das manchmal nicht greift. Oder nicht. Dem Sieger den Jackpot. Warum hat er das gehört? Weiter geht's. Ach, was soll's? Ich schieße ihn jetzt einfach von hinten. Nur eine Sekunde. Normalerweise klappt das, dann wird sie leise, dann geht sie so auf Zehenspitzen. Dauert nur eine Sekunde. Alles oder nichts. Okay, na gut. Dann hat sie halt ihre Damenpistole auch mal verwendet. So, gehen wir weiter. Mit deiner Kanone. Ich glaube, von da oben kann ich den letzten, die letzten zwei noch erwischen. Da kann ich eigentlich eh schon durch. Reicht das? Ich glaube, das reicht fast. So, was machen wir noch? Jetzt nehmen wir den Sinne. Oh, den betäuben wir jetzt. Oh. Doch nicht, oder? Ich kann gar nicht so weit, kann ich überhaupt so weit schießen? Ich kann nicht so weit schießen. Na gut, das geht sich doch nicht aus. Er hat keinen Schuss mit, er hat keine Scharfschützenmunition mit. Jetzt fliegt das Ding herum und niemand kann es abschießen. Okay, sei es drum. Das war kein guter Plan. Okay. Lass mal deine Kanone da. Geh mal da runter. Ich schmeiße mit dem einen Stein noch am Kopf. Dem letzten. Dann haben wir eigentlich alle erwischt. Zumindest alle für uns notwendigen Typen. Sehr gut. Mein Luftballon fliegt da noch vorbei. Man hätte jetzt die hier vom Eingang auch noch erwischen können. Ah, es fliegt sogar in die Höhle rein. Wo ist Mia? Hier zwei noch. Ja, komm, hau auf mit euch. Gutes. Hat doch funktioniert innerhalb von zwei Videos. War ein bisschen Massaker, mehr Massaker als sonst was, aber... Wir haben noch ein paar stehen gelassen und relativ viel Munition stehen gelassen. Aber es hat funktioniert. Tipp: El Diablos Elite-Kämpfer, die Dämonios. Die Dämonios und der El Diablo. Verwenden als Waffe vergiftete Wurfmesser. Ach, deswegen haben die mich mit einem einzigen Schuss immer erstochen. Mit einem Schaden war ich jedes Mal tot. Diese sind bereits bei einem einzigen Treffer absolut tödlich. Ja, habe ich gesehen. Oh oh. Die Giftfalle. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Entwaffnet sie und bringt den Mexikaner zu mir. Die anderen können hier verrotten. Warum? Was will er vom Sanchez? Jetzt bin ich gespannt. Mexikaner. Karma. Eher brauche ich bei lebendigem Leib in der Hölle, als mich dir anzuschließen. Dein Verhalten ist äußerst unklug, mein mexikanischer Freund. Sieh dich nur an. Du warst einst einer der mächtigsten Bandenchefs jenseits der Grenze von New Mexico. Jetzt ist es meiner. Alles verloren. Ha. Deine Festung zerstört. Deine Bande ausgerottet. Ich kann dir alles wiedergeben. Zum Teufel mit dir. Zum Teufel. Ich bin der Teufel. Wow. Wir sitzen wie Ratten in der Falle. So weit gekommen und doch alles umsonst. Nicht aufgeben. Uns fällt schon eine Lösung ein. Vielleicht kann uns Mr. Leone helfen. Wow. Jetzt muss ich mich also hier irgendwie durchschlagen, durch diese Höhlen.
Hier hinten gibt's irgendwas. Was für eine coole Höhle. Also eine coole Mission, ja. Und dann. Und dann haben wir den noch. El Diablo. Oh, hier ist ein Pentagramm. Wohnt der im Pentagramm oder was? Vielleicht ist das schon das letzte Level. Der scheint hier oben zu thronen, hier oben. Wow. Voll mystisch. Nun denn. Irgendwie muss ich aus dem Gefängnis raus. Das ist schon fast wie bei wer ist das andere Spiel, was ich immer gespielt habe hier? Shadow Tactics, genau. Da gibt es auch eine Mission, da wird man gefangen, da muss man dann entkommen. So Leute, hab's geschafft. Bin jetzt drin in seinem Versteck. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, weil ich das mit dem Dynamit da gut rausgefunden habe. Und dann hinterher mit der Railgun eigentlich. Also man musste nur schauen, dass man irgendwie da raufkommt. Und nachdem man das geschafft hat, relativ okay, wenn man eine gute Aktion geschafft hat dort, dann ging das eigentlich ganz gut. Man muss nur schauen, wie man jetzt am besten da die Leute erwischt. Man hätte wahrscheinlich auch sich nach der Reihe jeden einzelnen rauspicken können. Wobei das wahrscheinlich ganz ohne Schießen auch nicht gegangen wäre. Und hätte ewig gedauert. Ich glaube, das war so okay. Im Wilden Westen ist das okay, glaube ich. Eine Schießerei im Wilden Westen, das passt. Ja, jetzt werden wir schauen, wie wir uns jetzt befreien dann auch aus dem Gefängnis in den nächsten paar Videos und wie wir dann El Diablo endlich zur Strecke bringen. Würde mich freuen, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Vielleicht auch meinen Kanal abonniert, wenn euch meine Serien hier gefallen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Wingman.